worden, wenn es eine Zombie-Apokalypse. Dann bin ich da ordentlich hier. Und ansonsten würde ich sagen, ein Fail ist, dass die Leute große Flächen haben mit zu wenig Räumen. Nicht effektiv nutzen im Grunde. Ja, es hat auch ganz viele Nachteile. Wenn die so da. Möchtest du noch was haben? Ja, vielleicht hast du ja noch was. Ich gebe dir noch was. Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filmmaker Fails mit dem lieben Gordon. Und der Sandra. Guten Tag. Oh, das war richtig gut gerade. Ja, wir können hier Gundula Gausel und Klaus Kleber. Okay, jedenfalls, genau, Sandra moderiert das Ganze hier. Genau. Und worüber reden wir hier überhaupt bei diesem lustigen Format? Genau, wir reden über Filmmaker-Fails. Also ich stelle dem Gordon immer ein Schlagwort, gebe ich dem. Und dann sagt der Gordon direkt, was ihm dazu einfällt. Also irgendein Fehler, den der Filmmaker halt in dem Bereich macht. Und zwischendurch gibt es noch so ein bisschen random Wissen über den Gordon. Mhm. Genau, okay. Würde ich sagen, starten wir ja mit einer bisschen lockeren Frage zum Einstieg, Gordon. Wenn es eine Zombie-Apokalypse geben würde und du wüsstest, du hast 20 Minuten Zeit, wie würdest du dich vorbereiten? Wir hatten schon mal das mit dem Mittelalter, die Frage. Also ich habe 20 Minuten, mich vorzubereiten. Genau, und dann ist die Apokalypse. Also aus irgendeinem Grund würde ich natürlich so Laptop und alles einstecken. Also wenn es jetzt um Packen geht, ne? So, was packe ich ein? Die Frage, packst du ein, sicherst du dich? Ne, also erstmal würde ich natürlich hier Bernie anrufen, also meine Frau und natürlich, die Kleine hat noch kein Handy, aber ich würde sie anrufen, um zu gucken, dass alle irgendwie sicher sind. Und ja, ich würde wahrscheinlich vor allen Dingen gucken, dass ich möglichst alle, die ich kenne, irgendwie so anrufe und sage, ey Leute, lass mal irgendwo treffen, damit wir hier gemeinsam so eine Burg bauen können und dann Speere sammeln, dann würde ich alles nehmen, was wie eine Waffe aussieht, damit ich da ordentlich hier metzeln kann. Ja, ist doch gut. Ich habe halt zu viel Dings geguckt, wie heißt es? Walking Dead. Ja, okay. Deswegen hat man sich schon mal damit beschäftigt, so. Wie wäre es, wenn das jetzt so wirklich wäre? Also wenn der Fall eintritt, bist du eigentlich gut vorbereitet. Ja, also es wäre halt schon komisch, ne? Weil wenn du überlegst, so Internet, Handy, Business, Instagram, alles weg. Social Media, ist alles irgendwie nicht mehr so, ist alles weg. Ich habe die Serie Zombies nicht geschaut, ich muss für euch mal schauen. Es sei denn, die Zombies können dann irgendwann damit was anfangen, swipen dann auch so. Wobei manche, ist ja schon mal aufgefallen, so im Bus oder in der Bahn, manche sehen ja wirklich aus wie Zombies, wenn die so, ja, weil die nur am, wenn die so da den hier machen. Naja, aber genau, ich würde halt, also zusammengefasst, ich würde Laptop trotzdem einpacken, mal gucken, vielleicht kann man ja wenigstens eine Party machen mit dem Laptop und den ganzen Leuten und wird halt alle anrufen. Also ein bisschen organisatorisches. Ja genau, so gemeinsam Treffpunkt gucken, dass alle da sind und dann so eine Burg bauen und dann. Sehr gut. So, Filmmaker-Fail, wir sind ja hier in unserem schönen neuen Büro. Mhm. Filmmaker-Fail-Büro. Oh ja, da gibt es auch ganz viele Sachen, die man falsch machen kann. Auch ganz viele rechtliche Themen, natürlich vertragliche Themen, Dinge, wo man erstmal wissen muss, dass man das machen kann oder dass man auch in bestimmten Bereichen auch gut verhandeln kann. Aber ich würde sagen, der größte Fail ist, so ein Büro zu holen, was halt noch gar nicht irgendwie passt zu der Entwicklung. Also es gibt eigentlich so viele Fails. Also eins ist zum Beispiel, sich gar kein Büro holen, obwohl es eigentlich jetzt gerade schon voll sinnvoll wäre, weil man dann mal langsam sich Zeit einkaufen könnte, weil dann der erste Mitarbeiter kommen könnte. Dann ist oftmals ein Fail, dass die Leute sich viel zu früh so ein zu teures Büro kaufen. Mhm. Also wenn man die Story von uns kennt, dann weiß ja man, wir sind jetzt nicht direkt in dieses fette Büro hier gezogen, sondern es gab ja einen ganz kleinen Raum, wo wir zu dritt waren, mit einer Telefonzelle drin. Das heißt, wir haben auch erstmal sehr wenig investiert, um erstmal überhaupt mit möglichst wenig Raum viel jetzt zu wachsen. Und ansonsten würde ich sagen, ein Fail ist, dass die Leute große Flächen haben mit zu wenig Räumen. Also dass sie sich dann irgendwie 50 Quadratmeter Büro holen, aber alles ist so ein Raum. Nicht das effektiv nutzen im Grunde. Ja, es hat auch ganz viele Nachteile. Gerade wenn man auch natürlich dann Gas geben will, weil auch Vertrieb machen will oder auch so Kundengespräche. Also man hat ja keinen Rückzugsort. Man hat ja, wenn man mehrere Leute hat, natürlich, man ist ja auch immer der, der als erstes gefragt wird, wenn irgendwas gerade nicht funktioniert. Der Gordon versteckt sich immer vor uns. Ich verstecke mich, ja. Ich habe jetzt extra Studiohöhe, also hier ist ja mein Büro hinter der Wand. Hier ist das Studio, das heißt, ich habe sogar extra einen Vorraum jetzt bauen lassen. So wie eine Art Festung. Wir sind immer wieder bei den Zombies. Ja, genau. Richtig angeknabbert werde. Genau, nächste Frage. Was ist die App auf deinem Handy, die du am meisten nutzt, das würdest du sagen? Ja, WhatsApp, klar.
Danach würde ich sagen ChatGPT. Nutze ich sehr viel auf dem Handy. Und Drive, so Google Drive, Google Kalender, alles so die Google-Kiste. Relativ weit spät kommt Instagram, also es ist gar nicht so weit vorne, oder TikTok, das ist irgendwie bei mir relativ weit hinten. Das ist bei mir anders. Ja, das ist bei mir anders. Wäre schlecht, wenn nicht. Ja. So, nächstes Filmmaker-Fail. Hochzeitsvideos. Die liebst du, ne? Ich? Ja. Ach, ich finde das gar nicht schlimm. Ich habe auch mal ein Hochzeitsvideo gemacht. Echt? Ja. Von wem? Von jemandem, den du kennst, oder? Ja, von Family and Friends. Klar, die wussten alle, ach, der Gordon hat sich ja selbstständig gemacht, der macht jetzt Videos. Oh, kannst du uns unsere Hochzeit filmen? Bist du unser Lieblingsgast? So, ja, habe ich auch mal gemacht. Ich kann auch verstehen, dass man das macht. Ist ja auch cool an sich, ne? Macht ja auch Spaß. Ist ja auch emotionale Veranstaltung. Leute sind sehr dankbar danach. Ne? Also mit dem Video berührt man die Leute ja auch. Das einzige Problem ist, es ist halt als Business Case, finde ich, schwierig, weil man halt so ein total antizyklisches Leben dann führt. Also wenn man jetzt wirklich Vollzeit selbstständig ist, davon leben muss und dann alle Hochzeiten so mitnimmt, dann bist du am Wochenende, wo alle deine Freunde und Familie frei hat, bist du arbeiten. Und in der Woche, wo die arbeiten, hast du nicht frei, aber du bist dann eher in der Post-Production und bist jetzt dann zu Hause und schneidest da alle einsam von deinem Rechner. Also ich weiß nicht. Und es ist halt gedeckelt auch, ne? Weil Wochenendtage gibt es ja nur 2 in der Woche und... Ja. Aber ist das, glaube ich, ganz gut ist. Ich glaube, Hochzeiten werden nicht so oft verschoben wie andere Drehs. Ich glaube, mal wegen irgendwas anderes. Ja, das stimmt. Aber es gibt wieder andere Probleme. Es ist halt ja. Endkonsumentengeschäft. Das bringt andere Probleme mit sich. Ja, Endverbraucher. Ja. Wenn du für eine Stunde unsichtbar sein könntest, was würdest du tun? Arbeiten hier? Keiner wird mir eine Frage stellen. Nee, durcharbeiten. Fokussiert arbeiten eine Stunde. Nee, es wäre traurig, wenn das Einzige wäre, ne? Weiß ich gar nicht. Was soll ich denn machen? Wo lohnt es sich denn, unsichtbar zu sein? Hast du eine Idee? Du denkst ja doch safe immer auch eine Antwort, wie du antworten würdest. Nee, ich war gerade, manchmal ist das so, dass während du antwortest und ich merke so, du weißt nicht, was du jetzt direkt sagen sollst, dann überlege ich immer, was würde ich jetzt sagen? Und jetzt habe ich gerade auch überlegt, das eins, was mir jetzt so einfallen würde, ich würde zum Beispiel schauen, ist gerade irgendwie vielleicht so ein Star in der Stadt oder sowas, irgendeiner, der ein Konzert gibt oder so, wo man nie so drankommen würde. Weißt du, dann kannst du dich einfach so reinschleichen, weißt du, in so eine Lanxess-Arena, wo gerade Justin Timberlake ist oder so. Mm. Sowas fände ich gut. Oder irgendwo so Räume, weißt du, so irgendwas so Spannendes, vielleicht in so ein Gefängnis mit reinschleichen oder sowas. Das Ding ist, ich habe so gar kein Bedürfnis, irgendwie, weiß nicht, so jetzt jemanden zu spitzeln oder irgendwie, weiß ich gar nicht, fällt mir echt nichts ein. Ja, aber dann ist ja gut, wenn du sagst, du kannst einfach dann deine Ruhe haben. Eine Stunde. Okay, ich weiß doch, ich habe was. Ich würde wahrscheinlich, ich würde dich da wahrscheinlich einweihen und überlegen, wie kann man möglichst den ganzen Tag hier alle pranken im Büro. Da kann man, genau. Klar, Videos würde ich natürlich drehen. Irgendeine Kampagne, dann spart man sich ein bisschen Greenscreen. Und so. Das wäre auf jeden Fall gut. Oder grünen Anzug so gesehen. Ja, wahrscheinlich würde ich Leute pranken. Ja, sehr schön. So, letzter Filmmaker-Fail für heute. Website. Ja, ganz klassisch, Portfolio-Seite. Ich glaube, das Thema ist jetzt ein bisschen schon bekannt bei uns, aber die meisten Filmmacher haben ja die klassische Portfolio-Seite, wo man sagt, hey, lieber Kunde, guck mal, wie toll ich bin, guck mal, wie toll die Videos sind, die ich gemacht habe. Und das ist ja an sich, wenn jetzt eine Agentur irgendwie die ganzen Leute sichtet, die irgendwie um einen Deal pitchen, ist es ja auch gang und gäbe, dass man das so macht. Aber wenn du jetzt so wirklich auf Endkunden hingehen willst und dich vermarkten willst als Filmmacher, dann wäre besser, wenn die Seite kundenorientiert ist. Im Sinne von, hey, lieber Unternehmer, kennst du das gerade in der aktuellen Zeit? Ist es noch wichtiger, als Unternehmen am Markt zu bestehen, für Neukunden sichtbar zu sein, diese dann überzeugen, dass du der beste Anbieter in deinem Markt bist. Aber es kommen immer mehr Anbieter, das heißt, immer mehr versinkt man in der Flut der Informationen und mit der Werbung. Also man würde eher so argumentieren, so hey, kennst du das? Mhm. Hast du das Problem? Und dann wäre die Pointe eher so, ey, guck mal, wir können das lösen mit unserem XYZ-Videokonzept. Am besten steckt da auch dann eine Strategie dahinter. Und das wäre, also jetzt mal ganz grob gesagt, ein besserer Aufbau von einer Webseite, der den Kunden vom Problem über die Lösung hin zu dir führt, statt nur dieses direkt in your face, guck mal hier meine Videos. Mhm. Aber wie gesagt, manche machen das, weil sie halt dann einfach so voll in diesem Agenturgame drin sind. Aber wer weiß, die würden sich ja trotzdem angesprochen fühlen. Genau, deswegen
Genau. Das wäre so der Fail. Hast du noch einen Abschluss, eine cringe Frage? Willst du noch was haben? Ja, vielleicht hast du ja noch was. Ich gebe dir noch was. Wenn du eine Nachricht an die gesamte Welt hinaussenden könntest, also an die gesamte Weltbevölkerung, welche wäre das? Sind jetzt so deine 30 Sekunden, was möchtest du der Welt sagen? Mein spontaner Gedanke wäre, vertragt euch. Oh, Weltfrieden. So. Ja, nicht so dieses weichgekochte Weltfrieden, sondern einfach so, ey Leute, vertragt euch da einfach mal, was soll denn der Scheiß? Chillt doch mal alle hier. Weniger stressen. Ja, stresst doch nicht alle so, Leute, das Leben ist anstrengend genug. Ja, das ist doch mal alle ein bisschen. Schöner Abschluss. Ja. Schön. Dann Outro. Willst du das Outro machen? Ja, wenn ihr weiterkommen wollt in eurem Filmmaker-Business, dann schaut gerne mal bei uns vorbei. Entweder auf www.filmmaker-marketing.com oder wenn ihr zum Beispiel auch schon ein bisschen größer seid, dann auf www.5-figures.de. Die ist noch ein bisschen neuer, die Domain. Genau. Aber gut gemacht. Gemacht, ne? Dann können wir miteinander sprechen, können schauen, wie wir euch unterstützen können. Ansonsten, wenn ihr noch für dieses Format irgendwie Fragen habt, Sachen, wo ihr sagt, ey, könnt ihr mal zu dem Thema Bezug nehmen, können auch ein bisschen spezifischere Themen sein, die euch beschäftigen im Bereich Filmmaking oder auch die Business-Seite, Marketing, Verkauf als Filmmacher, dann gerne auch bei uns in den Stories interagieren, wenn Sandra einen Sticker macht oder können auch einfach direkt schreiben, genau. Könnt auch eine DM schreiben und sagen, ey, ich habe eine Frage für euer nächstes YouTube-Video, könnt ihr gerne einfach uns schreiben, dann können wir die gerne mit aufnehmen. Genau. Und genau, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschaußen.